Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Vorstellung und auch für die Einladung. Es ist auch für mich etwas Besonderes, an diesem geschichtsträchtigen Ort über dieses Thema zu sprechen. Ich stelle es Ihnen in 6 Punkten vor. Erstens, das kirchliche Leben am Vorabend der Reformation in Tirol. Die Tiroler am Vorabend der Reformation sind fromm gewesen. Das kirchliche Leben stand in Blüte. Es wurde, wie andernorts auch, gespeist vom Streben nach Heilsicherheit, nach der Gewissheit über die Errettung aus dem Fegefeuer und gespeist aus der Sorge um das ewige Seelenheil. Hohe Geldmittel wurden für die Jenseitsvorsorge aufgewendet, vor allem für die Stiftung von Seelenmessen und den Erwerb von Ablässen. Mit ihnen konnte man schon im Diesseits für die kommende Zeit nach dem Tod vorsorgen. Auch das blühende Wallfahrtswesen und die damit verbundene Reliquien und Reliquiensammlungen waren mit solchen Ablässen verbunden. In Tirol oder hier gibt es in der Nähe die berühmte Reliquiensammlung des Florian Waldorf in Hall in Tirol. Dies alles geschah in einer Zeit, in der der Geldbedarf der kirchlichen Hierarchie immer mehr stieg. Die Ablässe dienten deshalb immer mehr dazu, diesen Finanzbedarf zu mindern, wodurch die Ablasspraxis gleichsam in einen Sog und außer Kontrolle geriet. Diese Entwicklungen führten dazu, dass es in der Bevölkerung zu Missverständnissen kam. Es entstand das Missverständnis, kirchliche Gnaden könnten mit Geld erworben werden oder gar die Kirche und ihre Geistlichen seien vor allem an Geld interessiert. Dies führte auch in Tirol zu einer Vertrauenskrise gegenüber dem Klerus, die sich in einem frühneuzeitlichen sogenannten Antiklerikalismus, in einem Pfaffenhass entlud. Allerorten sind Antipathien gegen die vielleicht manchmal auch nicht wirklich priesterlich lebenden oder oft auch schlecht ausgebildeten Geistlichen zu beobachten. Sie besaßen in den Augen der Bevölkerung zudem noch ein Monopol bei der Vermittlung der ersehnten göttlichen Gnaden. Demgegenüber sind schon im späten Mittelalter, gerade in Tirol, häufig Initiativen der Laien, Initiativen der Kommunen im religiösen Bereich zu beobachten. Dörfer, Städte und Märkte hatten begonnen, das kirchliche Leben in ihrem Bereich selbst mehr zu gestalten und zu verbessern. Mit Recht spricht man deshalb in der Forschung von einer Kommunalisierung des öffentlichen religiösen Lebens. Das äußerte sich vor allem im Stiftungswesen und in der Schaffung von neuen Pfarrstellen. Die Kommunen bzw. die Laien versuchten so bestehende Ungleichgewichte zwischen Besiedlungsdichte und Pfarrorganisation auszugleichen. Die Laien waren ganz allgemein in hohem Maße die Träger des kirchlichen Lebens. Die Reformation in Tirol sollte von dieser Grundkonstellation geprägt sein. Es bestand deshalb auch in Tirol und besonders hier in einer bestimmten Ausprägung eine Grundspannung. Das Heilsbedürfnis der Gläubigen und die von ihnen intensiv gelebte Frömmigkeit trafen auf eine Kirche mit strukturellen Schwächen. Vertreter der Kirche haben das damals durchaus selbst wahrgenommen. Das alte kirchliche System konnte sich aber nicht mehr davon befreien. Zweitens, die Frühreformation in Tirol. Die reformatorischen Ideen regten und äußerten sich in Tirol sofort und unmittelbar nach dem Öffentlichwerden von Luthers Kirchenkritik und seinen neuen Lehren. Das geschah in den Jahren 1519-20, als Luther und seine Mitstreiter zu Bestsellerautoren wurden. Tirol war von Beginn an selbstverständlicher Teil dieser Entwicklungen, ja selbst im europäischen Vergleich trafen hier die reformatorischen Gedanken mit besonderer Heftigkeit auf. Tirol stellt in dieser Hinsicht ein sehr interessantes Gebiet der frühen Reformation dar. Man muss zum Verständnis der betreffenden Vorgänge die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Rahmenbedingungen kennen. Tirol hatte enorme Bedeutung wegen seiner Montanzentren im Inntal. Sie wurden alle von den Fuggern beherrscht, die in diesen Jahren sogar selbst in die Produktion einstiegen. Wegen seiner hohen Bedeutung stand der Bergbau insgesamt unter direkter landesherrlicher Verwaltung und Aufsicht. In den Bergwerkszentren lastet auf der Bevölkerung allgemein starker obrigkeitlicher und steuerlicher und wirtschaftlicher und sozialer Druck.
Dies spürten auch die lohnabhängigen Knappen und die vielen mit dem Bergbau verbundenen bäuerlichen Taglöhner aus der Umgebung. Diese spezifischen politisch-sozialen Verhältnisse prägten die Frühreformation. Hinzu kamen die regen wirtschaftlichen Kontakte, womit wichtige Informationskanäle des Reiches hier in Tirol zusammenliefen, Rahmenbedingungen, die die sofortige Rezeption der reformatorischen Flugschriften begünstigten. Nichts kann treffender die Stimmung in den Montanzentren Tirols zur Zeit der Frühreformation charakterisieren und besser beschreiben als der Bericht des zeitgenössischen Chronisten Georg Kirchmeier. Er notierte zum Jahr 1521, es sei in Tirol wegen der Lehre Luthers, Zitat, bei Pfaffen und Laien, bei Herren und bei Bauern, zu Kirchen und Gassen und wo man beieinander gewesen ist, ein solch Geschrei gewesen, das Wunder davon zu schreiben wäre. Kirchmeier verortete die Ursachen für diese Unruhen bei den Missständen in der Kirche und wegen, Zitat, unserer irrenden Hirten, Zitat Ende. Kirchmeiers Kurzcharakteristik finden wir in den anderen Quellen alle bestätigt. Das Eindringen der Reformation, insbesondere in den Montanzentren Schwaz, Rattenberg und Hall, war von Tumulten begleitet. Über den ersten reformatorischen Prediger von Hall, Dr. Jakob Strauß, der 1522 mit seinen Predigten größtes Aufsehen erregte und der enormen Zulauf verursachte, heißt es in der Schweigerschen Chronik von Hall, Zitat, dieser Doktor hat ein trefflich gutes Aussprechen gehabt und ist dem gemeinen Mann sehr angenehm gewesen mit seiner Predigt, aber sehr hitzig gegen die Geistlichen, wie die Bischofen, Priester und Munichen und Klosterfrauen. Als hat ihren geistlichen Stand getadelt und verworfen, auch ihren Missbrauch und Kirchenbrauch zum Teil verworfen, hat den Missbrauch groß an den Tag gegeben und hat sie Spitzgeister genennet. Die Gemein hat trefflich ob diesem Doktor gehalten. Zitat Ende. Mit Händen ist hier das typisch heftige antiklerikale Milieu zu greifen, in dem sich das Eindringen der neuen Lehren vollzog. Die Dynamik der Frühreformation wird schon allein daran deutlich, dass Sie sich vor Augen halten müssen, dass Jakob Strauß im Angesicht der Reliquiensammlung von Florian Waldorf in Hall gepredigt hat, die wenige Jahre zuvor mit einer Prozession von 30.000 Menschen in die Stadtpfarrkirche von Hall übergeführt wurde. Ein paar Jahre darauf hat das an Plausibilität verloren. Über Nacht. Ein Umbruch. Ein Umbruch. Für einen Teil der Bevölkerung. Strauß hatte großen Erfolg, seine Predigten mussten sogar wegen des großen Antrags ins Freie verlegt werden. Wir hören auch, dass Personen von, Zitat, beiliegenden Dörfern und Bauersvolk dabei war. Das heißt, von Beginn an waren also Stadtbevölkerung und Landbevölkerung mehr oder weniger gleichzeitig von der neuen Predigt erfasst worden. Strauß wurde vor den Bischof zitiert, aber die Stadt unterstützte ihn, deshalb folgte er der zweimaligen Vorladung nicht. Boten des Brixner Bischofs, die nach Hall kamen, um nach dem Rechten zu sehen, wurden vertrieben. Es kam zu Tumulten und Zusammenrottungen. Trotzdem musste Strauß 1522 Hall verlassen, was in der Bevölkerung wieder, Zitat, zu Zorn und Unwillen, Zitat Ende, nämlich gegen die Priesterschaft, führte. Daraufhin berief die Stadt Urbanus Regius, der bereits als evangelisch gesinnt bekannt war. Nach einem Jahr wurde auch er Ende 1523 ausgewiesen. Auch Regius hat die neuen Lehren kompromisslos, wenn auch in etwas gemäßigterem Ton, vertreten. Da nun kein bestellter evangelischer Pfarrer mehr zur Verfügung stand, kam es zu einer Reaktion, die typisch für die Frühreformation in Tirol ist. Ein Bergarbeiter begann als Laienprediger zu wirken. Er predigte zur Zeit des Marktes im Garten vor der Stadt. Während dieser Vorlage gelangten trotz des Verbotes des Wormser Diktes von 1521 und anderer landesherrlicher Erlässe bezeichnenderweise fortlaufend Flugschriften nach Hall und wurden dort auch verkauft. Im Inntal kam noch hinzu, dass in Schwarz im Frühsommer 1521 eine Druckerei von einem Gewerk herbei eingerichtet worden war, die auch 5 frühreformatorische Drucke herausbrachte.
Hall war kein Einzelfall. Diese Vorgänge sind exemplarisch für Tirol überall. Die Aufnahme und Rezeption der neuen Lehren verlief an allen Orten ähnlich. So auch in Rattenburg, dort wirkte der Augustiner Stefan Agricola, der in Tirol zunächst als der Hauptstörenfried betrachtet wurde. Es gab einen persönlichen Erlass des Landesherrn. Immer wieder und schon ganz früh sehen wir dann auch, als dieser Prediger vertrieben wurde und auch andere Prediger, die nachfolgten, immer wieder vertrieben wurden und wir dann auch noch beobachten können, dass die diversen Prediger, alles ehemalige Mönche meistens, auch von Stadt zu Stadt wanderten oder sogar hin und her pendelten, bis sie ausgewiesen wurden. Und wieder sehen wir dann, dass dann Laien wieder zu predigen begannen, zum Beispiel Lehrer, Schulmeister, überall ähnliche Vorgänge, tumultarisch und immer sozusagen von unten, Druck von unten, sodass man manchmal hier sogar von einer, ja, von Ansätzen einer Volksbewegung gesprochen hat. Das sagt schon die Forschung im 19. Jahrhundert. Typisch ist zum Beispiel der Raum Sterzing, wo wir ein Ineinander von lutherischen Regungen, ersten radikalen Strömungen und altgläubiger Reformgesinnung beobachten können, die wir kaum unterscheiden können. Es ist ein richtiges dynamisches Amalgam. Die ganze Zeit zirkulierten Flugschriften in Tirol. Die Frühreformation in Tirol stellt sich demnach als eine Bewegung von unten dar, die aus der Tiroler Bevölkerung heraus gleichsam erwuchs. Sie war vital und heftig und von Unruhen begleitet. Im Unterschied zu den anderen österreichischen Ländern ist es ein Merkmal der Tiroler Geschichte, dass diese vitalen reformatorischen Regungen wegen der Bedeutung der Montanzentren von Beginn an konsequent und entschlossen bekämpft wurden. Wir können in den frühen 20er Jahren versuchen, deshalb Jahren zwar immer wieder Versuche der Etablierung einer öffentlichen evangelischen Predigt beobachten, sie ist aber immer erfolgreich unterbunden und verhindert worden. Tirol war als Zentrum des Bergbaus zu wichtig, sodass jeder derartige Versuch von vornherein konsequent verhindert wurde. Es gab also in Tirol nie im 16. Jahrhundert ein reguläres evangelisches Pfarrleben. Es gab auch in Tirol keinen entsprechend mächtigen Adel, der die Reformation politisch hätte stützen können. Bezeichnend ist hier der Fall des frommen Gewerken Martin Baumgartner in Kufstein. Er hatte sich einen eigenen lutherischen Prediger namens Wolfgang Ochsenbauer angestellt. Auf Druck des Landesherrn muss er in 1528 oder ein, zwei Jahre davor entlassen. Baumgartner nahm deshalb sogar persönlich mit Luther in Wittenberg Kontakt auf, der ihm daraufhin im September 1528 einen seiner Trostbriefe widmete. Der Tiroler Adel besaß im Vergleich zu den anderen habsburgischen Ländern keine entsprechende Machtposition, sodass sich im Gegensatz zu den Donauländern und den innerösterreichischen Ländern in Tirol kein machtpolitischer Rückhalt für die Reformation bilden konnte. Außerdem gab es große Gebiete der geistlichen Herrschaften Brixen und Trient in Tirol, sodass auch dort die Reformation nie von vornherein Fuß fassen konnte, nämlich als öffentliche Predigt. So kam es, dass in den Donauländern und in Innerösterreich zwar evangelische Landeskirchen im 16. Jahrhundert entstehen konnten, jedoch nicht in Tirol, auch wenn reformatorische Gesinnung im Land reichlich vorhanden war und weiter sein sollte. Während der Frühreformation baute sich in Tirol auf diese Weise rasch eine Art Polarisierung auf. Der Druck von unten traf auf die repressiven Maßnahmen der katholischen Obrigkeit. Die Obrigkeit hatte nicht ganz unberechtigte Sorge bzw. die Angst, dass aus den frühreformatorischen Regungen und Unruhen gar ein regelrechter Aufstand entstehen könnte. Das wollte man unter allen Umständen verhindern und dies verstärkte wiederum die Protestgesinnung in der Bevölkerung, Druck, Gegendruck. Der Übergang zur Erhebung des gemeinen Mannes bzw. zum Bauernkrieg war in Tirol deshalb fließend. In gewisser Weise stellt dieser Prozess sogar eine Einheit dar. Der Bauernkrieg begann in den österreichischen Ländern nicht zufällig, in Tirol. Drittens, Bauernkrieg und Reformation.
Der sogenannte Große Bauernkrieg, der ab Sommer 1524 im Schwarzwald bzw. Oberschwaben aufflammte, nahm in Tirol bekanntlich im Mai 1525 im Etsch- und Eisacktal seinen Ausgang. Wir können hier nicht auf den genauen Ablauf der Ereignisse eingehen, doch soll kurz auf die Zusammenhänge zwischen Reformation und Bauernkrieg eingegangen werden und auch immerhin an Michael Geismeier erinnert werden an diesem Ort. Die Aufständischen von 1525 forderten vor allem die freie Pfarrerwahl durch die Gemeinden und das Verbot, Pfarrstellen als Pfründe zu vergeben. Die Kirche sollte sich vor allem pastoralen Aufgaben widmen, eine ganz wichtige Forderung, und sie forderten eine Kommunalisierung der Pfarrgemeinden, eine Gemeindereformation. Allgemein hieß es auch in Tirol, Kirche und Obrigkeiten hätten bislang die eigentliche Botschaft des Evangeliums unterdrückt, die Verdunkelung und Unterdrückung des Evangeliums hätten nicht nur dem Seelenheil, sondern auch der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung geschadet. Typisch ist deshalb die Forderung nach dem reinen Evangelium oder nach dem unverfälschten Evangelium, das waren so typische Schlagworte, oder nach dem göttlichen Recht, nach den Zuständen, wie Gott sie eigentlich in der Bibel gewollt hat. Nach der Niederschlagung des Aufstandes in Tirol 1525, 26 hat Geismeier im Schweizer Exil bekanntlich seinen vielleicht unter Einfluss der eidgenössischen Reformation entstandenen Entwurf für eine neue Landesordnung für Tirol geschrieben, die damals keine Wirkung entfalten konnte. Sie ist aber sehr bezeichnend in ihrem Inhalt. Tirol sollte danach ein homogen reformatorisches Land sein, in der die altgläubige Messe abgeschafft, in reformatorischem Sinn das unverfälschte, reine Evangelium gepredigt, scholastische und juristisch-kanonische Bücher sowie religiöse und verehrte Bilder vernichtet werden sollten. Die Wissenschaft hätte allein auf der Heiligen Beschrift beruhen sollen. Tirol sollte ähnlich wie die Eidgenossenschaft als Bauern- und Knappenstaat gestaltet sein und der Bergbau sollte im Übrigen typisch den Fuggern entrissen und in die Hände des Landes und seiner Bewohner gelegt werden. Allgemein kann abschließend festgehalten werden, dass im Bauernkrieg auch in Tirol der gemeine Mann durch die Reformation neue Argumente für die Begründung seiner Forderungen in die Hand bekommen hat, auch wenn ein Teil dieser Forderungen auch schon alt waren. Viertens, die Täufer. Seit längerem weist die Forschung darauf hin, dass aufgrund dieser frühen repressiven Maßnahmen während der Frühreformation und des Bauernkrieges vor allem der radikale Flügel der Reformation in Tirol gestärkt wurde, nämlich die Täufer. Nicht wenige Täufer waren zuvor aktive Teilnehmer des Bauernkriegs gewesen. Bestimmte Überzeugungen haben sie mit den Teilnehmern am Bauernkrieg geteilt. Dazu zählen die Kritik an den Strukturen der Kirche und dem System der feudal hierarchisch geprägten Kirche, die Kritik an den religiösen Bildern und die Kritik an sozialen Fehlentwicklungen und vor allem der Pfaffenhass. Nach dem Scheitern des Bauernkrieges und der weiteren Unterdrückung der Reformation begann nun ein Teil der Anhänger der Reformation in Tirol gleichsam aus dem überlieferten kirchlich-religiösen Leben und aus der Gesellschaft sozusagen auszusteigen, radikal auszusteigen. In der damaligen Situation, in diesem sozial und religiös erregten Milieu und aufgrund des Wirkens von aus der Schweiz kommenden Täufermissionaren ist so die Täuferbewegung in Tirol entstanden. Konfrontiert mit den genannten sozialen, kirchlichen Missständen, Misserfolgen und Frustrationen meinten viele, dass diese ihre vorfindliche Lebenswelt verdorben und verworfen sei, die Welt ein ungerechter Sündenpfuhl, die Kirchen in ihren Augen, weil dort die Seelen verführt und dem Verderben zugeführt werden, wortwörtlich in den Protokollen Hurenhäuser und Mördergruben, so ein 16-jähriges Mädchen. Deshalb begannen sie sich nach dem Bauernkrieg im Stillen und in pazifistischer Gesinnung von Kirche und Gesellschaft auch vom Luthertum zu trennen und eine Gemeinschaft der Reinen, die höchsten ethischen Ansprüchen folgen sollte, zu gründen und zu bilden. Das Zeichen für den Austritt und den Eintritt aus der Gesellschaft und für den Eintritt in die wahre Kirche war die nochmalige Taufe bzw. die Glaubenstaufe der Erwachsenen als ein bewusster Akt der Entscheidung.
Die Tiroler Täler wurden so zu einem, wenn nicht dem, europäischen Zentrum der Täuferbewegung. Sie wurden, weil sie die Gesellschaftsflur insgesamt grundsätzlich in Frage stellten, grausam und unermüdlich verfolgt in den ganzen habsburgischen Ländern. Der Blutzoll ist erschreckend hoch. Männlich und weiblich, jung und alt, wurden hingerichtet, enthauptet, gehängt, ertränkt. 1530 schätzten die Tiroler Behörden die Zahl der Hingerichteten nördlich und südlich des Brenners ungefähr auf 600 bereits. Die Täufer haben den Blutzoll der Reformation in Österreich gezahlt. Man schätzt die Zahl der Täufer in Tirol, die in jedem Tal vorhanden waren, auf ungefähr plus minus 5%. Die Dunkelziffern Sympathisanten bzw. Menschen, die sie achteten, nicht mit eingerechnet. Es gab hin und wieder auch Freiräume und Schutz bei Adeligen. Ja. Wichtig sollten die Pusterer, die Täufer aus dem Pustertal werden, die sukzessive auszuwandern begannen und nach Mähren in die Nähe von Mikkelsburg zogen. Damals tat sich Jakob Hutter hervor, der dann der Führer später jener Gruppe wurde, die noch heute seinen Namen trägt, der Nachkommen bekanntlich in Amerika leben und zum Teil noch in dem Englischen altertümliches Deutsch im Tiroler, aber auch Kärntner Dialekt sprechen. 15. Das Luthertum im 16. Jahrhundert. Mit der Verfolgung der Täufer verstand in Tirol jedoch keineswegs der lutherisch geprägte Hauptstrom der Reformation. Wie schon erwähnt, mussten die Evangelischen aber hier ohne reguläre evangelische Pfarrer und Pfarren auskommen. Es herrschte damit zwar in gewisser Weise religiöse Gewissensfreiheit, aber der evangelische öffentliche Gottesdienst war verboten. Der Protestantismus lebte so streng genommen, das müssen Sie sich jetzt konkret vorstellen, im katholischen Pfarrsystem, denn es gab nur das. Und das katholische kirchliche Leben lief ja auch weiter, auch wenn es schwer abzugrenzen ist. Es entstand damit zuerst in Tirol auf diese Weise schon sehr früh eines der bemerkenswertesten kirchengeschichtlichen Phänomene der österreichischen Länder, nämlich der sogenannte Geheimprotestantismus. Wegen der fehlenden öffentlichen Predigten behalfen sich die reformatorisch Gesinnten mit evangelischen Andachts- und Predigtbüchern, Postillen, in die sie sich nun vertieften, memorierten Katechismen und Gebetbücher. Es kam ihnen auch ein Geist der Zeit entgegen. Man spricht für diese Zeit auch vom Beginn der Verhäuslichung der Andacht. Nicht immer war dieser Protestantismus so verborgen, wie der Name Geheimprotestantismus suggeriert. Entspricht noch nicht den klassischen Phänomenen des 17. und 18. Jahrhunderts. Dazu trug schon der Antiklerikalismus bei. Der Geheimprotestantismus äußerte sich oft als Aufmüpfigkeit. Man sang lutherische Schandlieder in den Wirtshäusern, ganz provokant, zeigte zivilen Ungehorsam, den man dann lutherisch ummantelte und dergleichen mehr. Es gab zur Zeit der Sonntagsmesse gleichsam von Laien Konkurrenzgottesdienste bzw. Konkurrenzhausandachten, in denen der Hausvater der Familie, dem Gesinde die Bibel vorlas, predigte. Es wurde gebetet, auch sogar nach einer kleinen Liturgie gefeiert. Regierungsakten berichten aus dem Raum Kufstein, dass zum Beispiel in großen Wohnstuben in die Mitte des Raumes ein Tisch als Altar aufgestellt wurde. Viele Besucher kamen, nicht selten höre man in den Städten den Prediger aus dem offenen Fenster, die man bewusst offen gelassen hatte, bis auf die Straße hinaus schreien. Es gab regelrechte Laienprediger, einmal wird auch eine Frau als eine solche erwähnt, ebenso sind evangelische Schulmeister bekannt, in Meran ist sogar eine Schulmeisterin überliefert. Hin und wieder scheint man auch Prediger eingeschleust zu haben. Allerdings bleibt es das Hauptproblem, dass man bestimmte Phänomene nicht eindeutig zuordnen kann, konfessionell zuordnen kann. Man konnte zum Beispiel reformgesinnt sein, aber Antipathien gegenüber dem Klerus empfinden und überhaupt sozusagen mit der Kirche nicht im Reinen sein, mit dieser vorfindlichen Kirche und den katholischen Gottesdienstbesuch auf das Nötigste beschränken. Man musste deshalb aber nicht lutherisch sein. Solche und ähnliche Phänomene sind es, die uns es schwer möglich machen, deutlich abzugrenzen. Trotzdem ist der Befund aus den Quellen, der da zu erheben ist, insgesamt eindeutig. Bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts sind praktisch in jedem Tiroler Tal zahlreiche Protestanten zu belegen.
Die Nachrichten zeigen, dass sich unter der Oberfläche des katholisch regierten Landes reformatorische Anschauungen aller Orten regten. Allein schon die vielen protestantisch geprägten Taufnamen der Kinder in Tirol sprechen eine deutliche Sprache. In den Städten blieb man ohnehin offenbar die längste Zeit als Protestant mehr oder weniger unbehelligt, wenn man nicht zu sehr auffiel. Aber manchmal trat der Protestantismus sogar öffentlich auf. So wandten sich die Brunecker Protestanten zwischen 1564 und 1566 offiziell mit ihrem Schreiben an den Fürstbischof von Brixen. In den 40er Jahren forderten in Meran Anhänger der Reformation offiziell ganz öffentlich evangelische Predikanten. Es gibt auch Störungen von katholischen Prozessionen. Von nicht geringer Bedeutung war auch der Umstand, und das ist wichtig, dass die evangelisch Gesinnten unter dem Tiroler Adel einen Sonderstatus besaßen. Die evangelischen Adeligen hatten ebenso wie die Montanunternehmer und Knappen eine eigene rechtliche Stellung manchmal. Diese sozialen Gruppen wurden geduldet bzw. blieben unbehelligt. Ihre Ausweisung hätte nach dem Urteil des Landesherrn einen zu hohen wirtschaftlichen Schaden bedeutet. Noch am Anfang des 17. Jahrhunderts gibt es Bemühungen von evangelischen Gewerken um ein offizielles landesfürstliches Duldungsdekret. Es wundert deshalb auch nicht, dass es noch heute in Nord- und Südtirol eine Reihe von Denkmälern, Kunstdenkmälern gibt, die den Einfluss der Reformation verraten. Sie werden jetzt gesammelt und werden dann dieses Jahr in Meran in einer Ausstellung vorgestellt werden. Insgesamt waren die Zentren evangelisch Gesinnten neben den Städten sichtlich folgende Regionen, nämlich das Buster und das Arntal, das obere Eisacktal, das Etschtal und das Inntal und die Städte. Es waren jene Täler, genau jene Regionen, in denen zuvor das Täufertum stark gewesen war. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts konnten so die Protestanten in Tirol existieren. Es gab zwar auch in Tirol Ausweisungen und Emigrationen, sie waren aber zahlenmäßig nicht übermäßig hoch offenbar. Erst um 1600 wurde der Protestantismus mehr und mehr in den wirklichen Untergrund gedrängt, doch auch danach fehlen einschlägige Nachrichten nicht. Noch zur Zeit der Anfänge des Dreißigjährigen Krieges erfüllte die Erzherzogin Eleonore in Hall im Jahr 1619 die allgemeine Lage mit Sorge. Sie schrieb: Man höre im Lande reden, dass jetzt die rechte Zeit sei, die Jesuiten zu vertreiben, damit das Land, Zitat, seine Freiheit bekommt und ein Glauben sei, ein einziger Glauben sei. Ihre Befürchtungen beleuchten auf ihre Weise noch einmal im Nachhinein so schlaglichtartig die konfessionelle Lage und Stimmung in Tirol des 16. Jahrhunderts. Der katholischen Obrigkeit war also im Wesentlichen nur die Verhinderung einer rechtlich anerkannten evangelischen Kirchenorganisation gelungen, nicht aber die Beseitigung der evangelischen Überzeugungen. Es herrschte die längste Zeit in der Bevölkerung konfessionelle Durchlässigkeit und vor allem eben auf der Ebene der Untertanen eine pragmatische konfessionelle religiöse Toleranz. Sechstens. Der Geheimprotestantismus im Tirol im 17. und 18. Jahrhundert, der letzte Punkt. Die katholische Reform kam in Tirol zwar noch im 16. Jahrhundert unter Bischof Thomas von Spaurer in Gang, wirklich durchgreifend wirksam wurde sie aber erst im 17. Jahrhundert. Die entscheidende Phase der katholischen Konfessionierung setzte, wie konkret eine Fallstudie zu Imst zeigt, erst ab der Mitte des 17. Jahrhunderts ein. Erst ab dieser Zeit entstand eine vollentwickelte, vom Konzil von Trient geprägte katholische Frömmigkeit und Kirchlichkeit mit Wallfahrts-, Prozessionen und Bruderschaftswesen, einschließlich der barocken katholischen Sankrallandschaft. Das ist übrigens in den anderen österreichischen Ländern auch so und auch in katholischen Territorien in Deutschland. Trotzdem konnte der Protestantismus in bestimmten Regionen über diese Zeit hinaus überleben. Blickt man auf eine Karte mit der Verteilung des Geheimprotestantismus um etwa 1680, zeigt sich, dass es sich in Tirol um ein mehr oder weniger geschlossenes Gebiet handelte, das das Defregental, damals salzburgisch, das Bustertal, das Arntal und das ebenfalls salzburgische damals Zillertal umfasste.
In diesen Tälern besaß der Geheimprotestantismus beträchtliche Stärke. Dort hatte die Bevölkerung der Talschaften über die Mitte des 17. Jahrhunderts hinaus einen Weg für die friedliche Koexistenz der Konfessionen gefunden. Diese Protestanten wurden von den katholischen Pfarrern getauft, verheiratet, beerdigt und im katholischen Friedhof begraben, was offenbar gar kein Problem darstellte. Es war ja schon seit dem 16. Jahrhundert immer so üblich gewesen. Erst mit dem steigenden Druck einer immer mehr katholisch gefärbten religiösen Sozialdisziplinierung, mit der Absicht einer Homogenisierung der Gesellschaft, in der von den Untertanen immer öfter die öffentliche Demonstration dezidiert katholischer Praktiken verlangt wurde, Rosenkranzbeten, Heiligenanrufung und dergleichen mehr, da kam es zu Konflikten. Die Geheimprotestanten begannen sich zu verweigern und begannen öffentlich zu bekennen. Die Geheimprotestanten, die sich damals nun wirklich im Untergrund befanden, wurden erst jetzt für die Obrigkeit in vollem Umfang sichtbar. Da in Tirol und in Salzburg die Duldung einer stillen und im privaten Bereich verbleibenden häuslichen Andacht, der Anderskonfessionellen, das hatte der Westfälische Frieden durchaus als Möglichkeit freigestellt, weil das aber strikt abgelehnt wurde, kam es in der Folge zunächst zur Ausweisung der evangelischen Defreger 1684, das waren etwa 1000 Personen. Und die Defreger wussten übrigens genau, dass viele Glaubensgenossen in ihren Nachbarregionen Pinzgau bzw. Pongau im Salzburgischen und vor allem im Pustertal lebten. Da sagten sie, lebten sehr viele. Während der Geheimprotestantismus im Pustertal im Laufe des 18. Jahrhunderts verschwand, das ist noch nicht genau erforscht, blieb er in dessen Seitental im Arntal weiter am Leben. Nach der Publikation des Toleranzpatentes von 1781 meldeten sich hier noch einige wenige Protestanten. Ihre geringe Zahl ermöglichte bei weitem keine Gemeindegründung nach den Bestimmungen des Toleranzpatents. Sie starben am Ende des 19. Jahrhunderts aus. Am resistentesten war der Geheimprotestantismus im salzburgischen Zillertal. Dort war die kritische Masse für eine Gemeindegründung nach dem Toleranzpatent 500 Personen oder 500 Familien eindeutig gegeben. Für die evangelische Kirche in Österreich ist das wahrscheinlich eine interessante Vision, eine evangelische Toleranzgemeinde im Zillertal, so wie in der Steiermark, in der Großau oder so. Dazu kam es aber nicht. Das Toleranzpatent von 1781 galt nämlich noch im damals salzburgischen Zillertal nicht. Die Tiroler Landstände und die Brixner Bischöfe haben es selbst vehement abgelehnt. Und als dann 1816 das Zillertal bei Tirol war, haben auch die Zillertaler, die Evangelischen, sich noch nicht gemeldet und setzten ihre alte Existenz merkwürdigerweise eine Weile weiter fort. 1826 meldeten sich dann anlässlich eines Vorfalls bei einer katholischen Büchervisitation in Hippach die ersten Protestanten öffentlich. Die damit ins Rollen gekommenen tragischen Entwicklungen, die sich tief ins historische und politische Bewusstsein Tirols eingetragen haben, brauchen hier nicht eigens dargestellt zu werden. Sie endeten bekanntlich mit der Ausweisung von 427 evangelischen Personen aus Tirol, die wegen der angestrebten katholischen Glaubenseinheit des Landes trotz Toleranzpatent ausgewiesen wurden. Es ist die letzte merkwürdig verspätet wirkende, anmutende, auch spektakuläre Ausweisung aus religiösen Gründen in Europa überhaupt. Sie ist nur im Rahmen der europäischen und österreichischen kirchengeschichtlichen, politischen und sozialen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts zu verstehen. Die Zillertaler und die Tiroler Protestanten waren in die Mühlen des beginnenden Kulturkampfes und des Konflikts der Tiroler Konservativen mit dem Liberalismus bzw. der Moderne geraten. Während der betreffenden politischen Kämpfe hat sich die Tiroler Nation, die damals sich erst so bildete, seit Andreas Hofers Tagen in ihrem Selbstverständnis immer mehr als das heilige Land Tirol im katholischen Sinn verstanden, dessen Merkmal eben die Glaubenseinheit war. Trotz Protestantenpatent von 1861 mit der Gleichberechtigung des Protestantismus in Österreich und sogar noch nach der
erstmodernen Verfassung 1871 konnten erst nach erbitterten Ringen die ersten evangelischen, sehr kleinen Gemeinden in Meran und Innsbruck, also im Jahr 1876, gegründet werden. Es waren im Grunde genommen, und das ist das Besondere an diesem Datum, die ersten öffentlich-rechtlich anerkannten evangelischen Gemeinden in der Geschichte Tirols. Obwohl bis dahin immer Protestanten in Tirol gelebt hatten. Dort, an dem Zeitpunkt, wo sie ganz fast erloschen waren, wurden sie erst das erste Mal anerkannt. Jedenfalls hat es bis 1837 in Tirol, bis in diese Tagen, eine autochthone evangelische Tradition gegeben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.